Vielleicht sollte man wirklich mal so machen, dass man hier so einen Laptop hinpackt. Erstmal holen wir uns Sessel. Boah, Sessel. Alter. Dafür haben wir kein Geld. Moin Moin, willkommen zum neuesten Video von den Testoleros. Heute geht's um... Herzlich willkommen in unserem Tonstudio. Den Die Helden des Monats. Monat Juni. Wir hatten ja im letzten Video den guten alten Herrn Lauterbach. Genau. Und jetzt daran anknüpfend kommen jetzt nicht der, sondern die Helden, um mal zusammenzufassen. Und zwar die ganzen Leute, die wirklich den Gegenpart haben zu diesen ganzen Sachen, zu unter anderem Herrn Lauterbach. Ja? Also. Wir haben Herr Lauterbach auf der einen Seite und wir haben unter anderem die Demonstranten. Wir haben ein Demonstrationsrecht in Deutschland und dem ist es auch seinem Recht, seine Meinung zu äußern, in Bildschrift etc. rausgehen. Und so haben wir diesen Monat auf der Heldenseite haben wir zusammengefasst die ganzen Demonstranten. Die Demonstranten sind für Freiheit, Demokratie, Grundrechte und Gleichheit. Und dahergehend geht mein Dank an, wie wir es im letzten Video gehört haben, an Berdi. Finde ich super. Und an all diese, die auch mitgemacht haben. Ja. Und an auch die ganzen anderen Demonstrationen, die jetzt wieder vermehrt aufkommen. Und dadurch, dass es geht ja jetzt immer weiter Richtung Herbst. Und es wird ja auch gut wieder die Werbetrommel gerührt für die wahrscheinlich nächste Welle. Und was dann auch so kommen mag, und deshalb sollte es natürlich auch einer Demokratie die Gegenstimmen geben, die sagen, pass mal auf, bis hierhin und nicht weiter, so geht's nicht. Und da sind natürlich auch viele genannt, zum Beispiel so eine Bekannten, wie zum Beispiel der Dr. Fichtner, der Markus Heinz und diverse andere Prominente, A, B, C, Promis etc., die Leute, die Bücher geschrieben haben, die Leute, die in den, soll man sagen, in den Fragerunden im Fernsehen waren. All die sind damit genannt und an all die ein großes Dank. Danke für diese stete und nervenaufreibende Arbeit. Danke, dass ihr dafür da seid, für die Demokratie, für uns, generell für alle Menschen. Und das sind jetzt auf jeden Fall die Helden des Monats. Ja, die muss man mal mit ansprechen. Und das wird, so wie sich das anhört, wieder vermehrt vorkommen. Und ich bitte auch alle wirklich, den Leuten einfach mal zuzuhören. Ja? Es gibt immer Meinungsverschiedenheiten und Unstimmigkeiten, das ist klar, aber hört den Leuten einfach mal zu. Denn die haben wirklich was zu sagen und die Leute einfach zu ignorieren. Und einfach zu abzutun als Spinner und so weiter, das ist, denke ich mal, nicht der richtige Weg. Man sollte auf jeden Fall miteinander reden können. Und wenn ihr nicht der Meinung seid, dann hört ihn doch einfach zu. 5 Minuten oder so, lasst ihn doch reden und dann denkt mal drüber nach. Dann sagt er einfach, okay, jetzt habe ich mit angehört. Und dann ist das gut. Oder geht doch mal zu den Demos oder so weiter. Ich meine, glaubt nicht immer alles, was ihr hört. Hinterfragt doch gerne mal, ja? Und bildet euch eine Meinung. So, wie wir immer sagen, wir haben auch unsere Meinung. Wir machen auch hier dieses Format, um einfach mal zu sagen, okay, jeder hat eine Stimme und die Stimme, die werden wir jetzt nutzen und deshalb machen wir das. Ja. Zumal da sind ja auch nicht nur Neonazis unterwegs und so weiter. Da sind ja Tatsache ganz normale Leute unterwegs. Richtig. Pflegekräfte, Ärzte, Feuerwehr, Lehrer. Alle. Wirklich komplett von A bis Z alles. Eltern. Wir haben uns das selbst mal angeguckt, weil wir wollten es auch mal wissen. Ja. Man sieht es bloß Fernsehen, Hören, Sagen. Und wir haben gesagt, okay, pass auf, dann gehen wir halt da mal hin. Wir gucken uns das wirklich mal an. Und dann mal sehen, wie es wirklich ist. Und wir haben miterlebt, wie es wirklich ist. Und einerseits muss ich sagen, schön, das mal zu sehen. Ja, das mal mitzuerleben. Teilweise war es super, teilweise war es auch ganz schön. Ganz schön extrem, muss ich sagen. Ich hätte doch nicht gedacht, dass es manchmal so extrem ist. Aber... Ja klar sind da auch Idioten dabei, ist ja klar. Die hast du überall. In jeder... Und das auch natürlich auf beiden Seiten, ne? Ja.
Also man kann jetzt auch nicht sagen, die sind scheiße, weil dann schert man ja alle über einen Kamm. Ne? Ja. Man kann höchstens sagen, ja okay, pass auf, ich habe schlechte Erfahrungen mit denen gemacht und schlechte Erfahrungen mit dem gemacht. Aber wiederum macht man auch gute Erfahrungen mit der Seite. Ja? Mhm. Also das muss man immer differenzieren. Man kann jetzt nicht sagen, ah, die sind scheiße, waldtätig und prügelt auf die eine oder was, das ist absolut die falsche Version. Ja, das gibt dann halt immer welche. Manche sagen, die führen nur Befehle aus, aber man sieht ihnen nicht sichern, dass sie denen richtig innerlich leid tun. Das ist immer so. Ja, die sagen auch, ja, tut mir leid, was soll man machen? Und innerlich siehst du denen ins Gesicht, die sagen, scheiße. Die Sturmtruppler, genau. Die waren zwei Stunden lang im Winter. Auf jeden Fall war es kalt. Arschkalt. Richtig kalt. Zwei Stunden lang standen wir denn da? Das sind halt die Helden. Die Helden eigentlich nicht nur des Monats, aber die sollen jetzt mal erwähnt werden, weil sie es verdient haben. Und vielen Dank, macht weiter so. Geht weiter demonstrieren für euer Recht. So sieht's aus. Egal ob im Großen oder Kleinen, egal ob bloß zwei, drei oder Tausende oder Hunderttausende, jeder zählt, der dabei ist. Jeder hat eine Stimme, jeder darf seine Stimme erheben. Genau. Und das soll einem auch nicht peinlich sein oder sowas. Oder sagen, um Gottes Willen, ich halt lieber deinen Mund. Nein, jede Stimme zählt. Und wer der Meinung ist, das ist ihm nicht recht oder das kann nicht sein, wie man behandelt wird, dann soll man es einfach sagen. Ganz Fakt. Weil wenn man es nicht sagt, dann ist es sogar noch schlimmer als. Ne? Ja. Das ist immer so. Gut. Wie seht ihr das? Sagt eure Meinung. Wie gesagt, ihr habt eine Stimme. Schreibt es in die Kommentare. Vielleicht schreibt ihr auch, was ihr so erlebt habt. Vielleicht auch mal die andere Seite. Ne? Wir sind ja so vielfältig. Wir sind 7,5 Milliarden Menschen. Und jeder hat da seine Meinung. Und eine Riesenwust von Meinungen. Ja. Und ja, würde uns mal interessieren, wie ihr so denkt. Und wenn euch das gefällt, Daumen hoch, liken, teilen. Und yes. Bis dahin. Hau drin und man sieht sich. 0,33 Liter glutenfreies Neumarkter Lamsbräu. 100% Naturdolden Hopfen. Bis demnächst.